Bobby. Na, bist du bei Nummer 56 auch dabei? Ja. Ja. So, es geht weiter. Ich habe mir mal Gedanken zu diesem Geräusch gemacht. Also ich habe einmal die die Mitnehmernarbe ein bisschen nach hinten versetzt, weil ich mir so gedacht habe, die könnte da vielleicht irgendwo an der Ausrückgabel irgendwo haken. Tut sie aber nicht. Es wird aber vermutlich dieses Geräusch hier sein. So. Ich hatte ihn vorhin noch mal laufen, habe einmal die Gänge durchgeschaltet und bin zu dem Ergebnis gekommen, ich muss noch mal das Gestänge nachstellen, weil mir, wer ist das denn jetzt, vierter Gang, ne? Der geht mir zu weit nach hinten, ne? Also das passt nicht. Also werde ich den jetzt mal einschalten und dann mal das Gestänge ein bisschen länger drehen. Dann mal schauen, ob wir da irgendwie ein bisschen gescheiteren Weg hinkriegen. So, also ich habe jetzt die Schaltung noch mal eingestellt. Ich habe mir den jetzt hier mal als Orientierung genommen, mein doppelwirkendes Steuergerät. So, vierter Gang. Ich denke mal schon vierter Gang, ne? Ist ja umgekehrt wie bei ihm. Vierter Gang. Dritter Gang. Zweiter Gang und erster Gang. So, und hier eben rückwärts. Schnell vorwärts. Ja gut, und dadurch, durch die Klauenschaltung, haben wir jetzt eben noch nicht die Möglichkeit. Jetzt ist er drin. So, das habe ich jetzt so eingestellt, dass ich hier unten meine Klemmschlösser, ich zeig's mal hier hinten, und die vorne und diese hier gelöst habe und dann einfach die Stange länger bzw. kürzer gedreht habe. Und das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk, ne? Da muss man irgendwo so einen gesunden Mittelweg finden, dass man da nicht Gefahr läuft, irgendwie zu wenig Weg oder zu viel Weg zu haben. So. Was habe ich denn noch gemacht? Jo. Ja, sonst war eigentlich erstmal nichts. Ja, ich glaube, ich lasse den jetzt gleich nochmal laufen. Dann schalte ich vielleicht die Gänge nochmal durch. Ja, Bobby interessiert es, glaube ich, heute nicht so, ne? Schnuffi? Ja, du kannst auch auf deine Decke gehen, hör mal. Jo. Also ich mache nochmal die Tür auf und dann starten wir nochmal durch. So, ich habe noch keinen Sitz gebaut. Aber das wird wohl so eben gehen. So. Wir fahren erstmal langsam. Vorsicht, Bobby. So, ich habe mal Allrad eingeschaltet. Da läuft er schon. Da kommt er mit. So, Allrad wieder aus. So, ich nehme ihn mal zurück. Schaltanker hoch. Ich habe ja auch Quatsch gemacht, ne? Fällt mir auch so los. Eins. Thank you.
gleich völlig Quatsch gemacht. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Gleichzeitig auf die Bremse. Und man sieht, da muss sich alles noch so ein bisschen einpendeln, alles noch mal nachstellen. So, die Frontzapfwelle hört man auch schon fast nicht mehr. Das würde ich wirklich ignorieren, das hat einfach mit dem Spiel zu tun. So. Ich ziehe mal die Handbremse an. So, im Gang ist ja keiner drin. So, mein Krafthebel. Ich jetzt nicht alleine runter, weil es hängt nichts dran. So. Ich würde sagen, Bobby, was meinst du? Haben wir Quatsch gemacht? Haben wir Quatsch gemacht? Sag mal. Ja, wir haben Quatsch gemacht, nicht? Oh. Schnuffi. Ja. Ja, Schnuffi gefällt's. Alles andere wird sich dann zeigen, wenn wir mal draußen über den Hof gondeln. Irgendwie in der nächsten Zeit. Ja, von daher. Also Allrad schaltet. Zapfwelle hatte ich ja letztes Mal schon ausprobiert. Das funktionierte auch. Ja, wie gesagt, das einzig Nervige ist jetzt eben dieses Geräusch. Aber das ist für meine Begriffe, ist halt einfach Spiel auf der Welle. Was anderes kann das nicht sein. Die Lager sind neu, Öl ist drin. Ja. Keine Ahnung, wenn da irgendeiner eine Idee hat und da irgendwie schon mal was Ähnliches hatte, der kann mir das gerne mal berichten. Wie gesagt, vielleicht hat man irgendwo was übersehen oder vergessen. Ja, das ist ja hier kein Werkslehrfilm, sondern ja, man macht das eben so gut, wie es geht. Und
im Rahmen der Möglichkeiten. So, genug sinniert. Ich werde jetzt, was machen wir denn jetzt, Bobby? Hast du eine Idee? Wir müssen eigentlich nochmal hier drüber gucken, ne? Wegen TÜV. Naja, aber eigentlich. Ach komm, wir machen das mal eben zusammen. Also, ich gucke jetzt erstmal, ist die Lenkung spielfrei? Da sehe ich jetzt erstmal, habe ich jetzt erstmal so keine Bedenken. Wir schalten einmal Blinker durch. Geht auch. Warnblinker blinkert auch. Ne. Wir schalten nochmal das Licht durch. Zack, geht auch. Machen wir mal Licht an vorne. Jo, gehen auch beide. Fernlicht. Gehen auch beide. Kontrollleuchte dazu. Geht auch. So, und dann haben wir nochmal Hupe funktioniert. So, wie soll ich das jetzt mit dem Bremslicht machen? Dann guckt ihr doch mal einfach. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das geht. So, was haben wir noch? Ein Scheibenwischer, ja, der geht auch. Ja, Bremstest mache ich nachher draußen, wenn der Hund nicht dabei ist. Ne? Wir wollen ja nicht, dass ein Unglück passiert. Ne? Ja, Ackerschiene lasse ich hier. Zugmaul ist dran, funktioniert. Lässt sich auch drehen. Also so rum. Aber das geht jetzt einhändig irgendwie nicht so gut. Sitz ist drauf, klar. Reifengrößen haben sich seitdem nicht geändert. 16,9 R30, hat er TÜV mitgekriegt, kriegt er TÜV mit. Die sind auch soweit in Ordnung. Er hat keinen Ölverlust. Spiegel sind dran. Ja, grüße Michi an die rosa Kuh. Ja, so, ich habe jetzt hier nochmal eben so ein bisschen die Schläuche aufgeräumt, ein bisschen ordentlicher verlegt, dass da nichts scheuert und ja, dass das ein bisschen Sinn ergibt, alles was man hier so hat. Aber mit der Plusleitung, da werde ich nachher nochmal gucken, ob ich hier nochmal eine Schelle setze. Dass sie da geführt ist, könnte man machen. Ja, dann sieht es hier so aus. Alles ein Bündel. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt, das nervt mich jetzt, so ein bisschen nervt mich das schon. Ne? Dieses Geräusch, was man da eben hat, dieses Schlagen. Aber das kann zum einen nur aus Flankenspiel sein. Und diversen Sachen, die sich da zusammen addieren. Wie gesagt, wenn ich den jetzt, ist ja gerade schön leise draußen. Und hier drin. Es ist ja nur dieses Geräusch von der Kupplungsscheibe. Und das Geräusch ist ja weg, wenn quasi ausgekuppelt ist. Tja.
Ja, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich lasse das erstmal so. Trink mir nochmal einen Schluck Kaffee und dann machen wir, glaube ich, Feierabend, ne? Gucken, ne? Bremsen tut er auch. Fahren tut er auch. Bremsen tut er auch. Fährt sich sogar relativ angenehm, muss man sagen. Bobby, bleib. So, jetzt will ich mich mal ein bisschen zurücklehnen hier. So. Können wir die Handbremse testen? Hält auch. Jetzt fahren wir mal ein bisschen zurück. Ah, der Sitz ist noch ein bisschen weit hinten. Ja, und Bremsen geht, ne? So, jetzt machen wir noch ein Klassenfoto. Komm her! Wir sind gefahren!
Ja, wir sind gefahren. Super, ne? So, da ist noch die Kamera auf dem 60er. Bisschen Gegenlicht. Ja, schon ein bisschen anders, ne? So, ich fahre noch eine Runde. Und ich glaube, da muss ich erstmal ein bisschen Schoki haben oder irgendwie sowas. So, wir sind wieder drin. Junge. Gar nicht mal schlecht. Also für den ersten Eindruck. Klar, der fängt jetzt so ein bisschen an zu qualmen. Der Motor muss ich jetzt erstmal einlaufen. Ne? Wie gesagt, der ist, hat noch keine 5 Stunden gelaufen seit der Revision. Und Bobby, was hältst du davon? Ist das eine gute Sache? Ist das eine gute Sache? Hat sich das gelohnt, heute hier zu kommen? So ein bisschen? Wollten wir 2023 nochmal Trecker fahren? Passt du, Scheinhoff? Passt du, Scheinhoff? Was ist da? Na komm! Gut. Keine Ahnung, Frisur ist wahrscheinlich voll im Arsch jetzt, Fahrtwind. Ja, zum Thema Frontzapfwelle habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Deshalb heute die Probefahrt nochmal. Jetzt komme ich noch dran. Also, Blech wieder raus, Lenkung raus, den Bock raus, Frontzapfwellengetriebe raus. Es hört sich wirklich an wie ein Lagerschaden. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Kann ich nicht wirklich nachempfinden, nicht nachvollziehen, warum. Sind alles neue Lager reingekommen. Steckt man nicht drin. Ja, also das kann passieren. Kleinere Übel ist eben die ganze Geschichte jetzt einmal zu machen, bevor man das irgendwann später macht. Ich meine, Schnacki hat es ja jetzt auch gehabt mit seiner Frontzapfwelle. Also es kann überall was passieren. Bei dem war es natürlich so, dass er Glück hatte und eigentlich nur vorne abbauen muss und nicht den halben Trecker zerlegen. Deshalb ist, glaube ich, die sinnvollere Variante, das jetzt nochmal zu machen. Ja, hier Bretterklasse ist auch so eine Sache, ne? Also da müssen wir uns noch mal was überlegen. Der Sitz, der war seinerzeit wahrscheinlich mal richtig gut, aber ja, wie das halt so ist und wie es halt so war. Ne? Ja, hier improvisierter Luftfilter. Ja, muss natürlich die Motorentlüftung noch einmal zumachen, beziehungsweise die, der hat ja hier diesen Schnuffi. Da gehört ein Schlauch drauf, der geht einmal rum auf den Ansaugkanal. Jo. Also ich werde jetzt den, ja schon geil, ich werde den 60er jetzt gleich wieder reinholen und dann machen wir beide Feierabend, ne Bobby? Oder was hältst du davon? Was meinst du? Schnuffi. Bobby, sag mal, abonnier den Kanal. Also an der Stelle frohes neues Jahr, guten Rutsch, je nachdem, wann das Video rauskommt. Und ja, es geht immer weiter, ne? Es geht immer weiter.